Willkommen zurück zu Let's Play, Let's Show Dragon's Dogma. Uns ist gerade ein Missgeschick passiert. Wir hatten gerade eben schon eine Viertelstunde weitergespielt, dann hat es auf einmal die Aufnahme zerbrezelt und jetzt können wir den Spielstand nicht mehr laden. Das heißt, ihr müsst euch jetzt einfach Folgendes denken, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir haben diesen jungen Mann hier kennengelernt, Rook. Fritz, wer ist Rook? Rook ist einer von den Vasallen. Er ist uns an so einem Stein, den haben wir ja schon im ersten Teil gesehen, ist er uns erschienen, und zwar aus so einer Art Rift, ja. Aus so einer Art Dimensionsloch, so ähnlich wie da, wo der Drachen rausgefallen ist. Ja. Wir haben so eine alte Mutter hier im Dorf angesprochen, die uns gesagt hat, dass die Drachen tatsächlich eigentlich sogar öfter kommen. Und, jeden zweiten Dienstag, manchmal aber auch. Aber sie klingeln wie der Eismann. Genau. Und wir haben ein bisschen geübt, was wir mit Rook so machen können. Wir können ihn hier zu uns rufen, komm her. Um Hilfe rufen. Genau, jetzt macht er seinen Feuerschaden an. Das kennen wir ja schon und verbessert unsere Waffen. Und wir können ihm sagen, auf zum Atem. Und dann geht er los, da lang. Was macht er jetzt? Nicht, dass er hier das Dorf in Brand setzt. Ja, wir haben auch eine Quest bekommen vom Dorfältesten. Wir sollen mal gucken, was mit dem Drachen los ist. Und da ist wohl außerhalb der Stadt gleich eine andere Burg, wo schon andere Kämpfer warten auf unsere Unterstützung, aber das ist vielleicht nicht das Schlauste, jetzt vor die Tür zu gehen, weil, was wir in der Folge auch erklärt haben, es gibt in dem Spiel scheinbar so ein Tag-Nacht-System, und wenn du nachts draußen bist, ist das wie in Minecraft ganz schön blöd, weil dann kommen irgendwie Monster dazu und es wird total schwer, und außerhalb von der Stadt verlierst du Ausdauer beim Laufen, das heißt, du kannst auch nicht vor denen endlos davonlaufen. Das heißt, wir sehen ja schon, es ist ganz schön schlau von uns, dass die Sonne gerade untergeht und wir jetzt uns hier auf die Reise machen. Aber wir waren hier auch schon, also diesen kleinen Küstenpass sind wir schon entlang. Hier haben wir dann einem fahrenden Händler geholfen, der stand hier, haben wir ein paar Goblins abgeschossen. War jetzt nicht, um Gottes Willen, ihr habt jetzt nicht so viel verpasst, war jetzt nicht so wild. Ah, da ist was, was ist das? Das ist einer von diesen, ich glaube, das ist einer von den Händlern, oder? Kann man ihn ansprechen? Oder läuft er hier einfach nur so rum? Ja, das ist nur so. Sie, oder? Das ist ein R mit Zopf. Ansprechen. True. Das ist ein Kerl. Okay, er läuft hier Zopf. Nur so rum. So, und unser Zauber. Oh, was ist das? Oh, oh, jetzt kommen hier Goblins. Genau, wir haben nämlich eben auch schon das Kampfsystem erklärt bekommen. Du kannst da zwischen Nah- und Fernkampf umschalten. Was wir eben verbummelt haben, wenn man zu viel mit dem Bogen schießt, kann man nicht mehr mit dem Schwert zuhauen, weil das alles Ausdauer kostet und auch nicht mehr davonlaufen. Zu zuschlagen sehen wir unten, das ist, na gut, jetzt bei den Angriffen nicht, aber bei so einem Spezialangriff, wir haben übrigens auch für den Dolch schon einen Spezialangriff. Wenn ich jetzt hier den nicht die Wanderer kaputt hauen. Genau, jetzt haben wir ein bisschen was kaputt. Also ja, cool, wie das leuchtet. Kann man im Dunkeln lesen mit. Oh, wieder aus. Und wir haben jede Menge Krempel eingesammelt. Man kann hier jeden Busch irgendwie abrupfen und mitnehmen und irgendwie Pilze und Bäume und Zeug abrupfen. Rook macht das übrigens auch. Der nimmt selbstständig Zeug mit. Rook. Und Rook haut auch alles, was ihm irgendwie blöd im Weg steht, kurz und klein. Das können wir mal wieder. Ich hatte eben schon gesagt, er erinnert mich so ein bisschen in seiner ganzen Art, weil er alles kaputt haut und alle anpöbelt, so ein bisschen an die New Kids. Und er hat auch so einen Bart. Aber hier ist ganz schön was los jetzt. Vorhin wurde da noch nicht so hin und her gewandert. Nee. Vielleicht haben wir den Weg auch erst sicher gemacht. Oh, wer sind die? Jetzt scheint hier eine Patrouille zu kommen. Es kann natürlich sein, dass so eine Patrouille abends dann rumläuft. Mhm. Und du versuchen kannst, zum Beispiel in deren Nähe zu rennen. Und dann hoffentlich länger lebst. Gucken wir mal, was und so weit sind wir in der Folge vorher gekommen. Genau. Wie gesagt, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen an bestimmten Stellen, ein bisschen mehr rumgezeigt, aber ihr habt eigentlich nichts verpasst, was wir nicht irgendwie nachholen könnten. Und in dieses Vor, ja, waren wir auch noch nicht reingegangen. Große Lassen wir uns überraschen. Jetzt. Guck mal, das hat auch ganz schön viele Lebensweisheiten. Greift ihr Personen an oder belästigt ihr sie, macht ihr euch Feinde. YouTube, lasst ihr das eine Lehre sein. Guck mal, jetzt kommt schon wieder diese Stimme. Wir hatten vorhin schon gemutmaßt, dass es der Drache ist, der da zu uns spricht. Der Drache hat ja unser Herz schnabuliert und aus irgendwelchen Gründen leben wir trotzdem noch. Warum? Wer weiß es, wer weiß es. So, versuchen wir mal das Übungsgelände. Gehen wir doch mal rein, oder? Gehen wir da rein? Ja. So, innerhalb der Ortschaften sind dann aber doch oft
So ja, vielleicht ist das jetzt aber irgendwie so eine Art extra Kampfbereich, der dann da absichtlich nochmal abgetrennt ist. Das kann natürlich sein. Also, falls wir mal verpassen, was unsere Begleiter so sagen, erfahren wir das da. Wir haben übrigens auch vorhin gelernt, dass man kann halt Hauptquests markieren, wo dann die Symbole auf der Karte einen den Weg hinführen. Das ist dieser rote Kringel. Genau. Mhm. Und die Begleiter, die sagen vermehrt dann Hinweise zu dieser Quest oder zu der Art von der Quest. Ja. Rook hat das eben folgendermaßen gemacht. Wir haben die Hauptquest markiert und dann hat er irgend so einen fahrenden Händlerwagen kaputt getreten. Wir konnten den Hinweis nicht direkt entschlüsseln, was er uns damit sagen wollte, aber er hat da vielleicht einfach Aggressionsprobleme. Ich glaube, hier gibt es nichts. Ich glaube, du bist auch falsch. Bin ins Falsche, in den falschen Raum reingerannt. Ja. Vielleicht hätten wir doch Kartenrotation mit anschalten sollen. Man kann die Karte auch so einstellen, dass sie immer in die Richtung die Welt dreht, in die du jetzt läufst. Ja, also dass okay. Nicht der kleine Pfeil sich bewegt, sondern dass sich die Umgebung bewegt. Was hatten wir sonst noch? Die Menüs? Hatten wir die Menüs gezeigt oder haben wir die im dem Teil davor gezeigt? Ich glaub, die hatten wir, glaube ich, schon gezeigt. Und lasst es euch gesagt sein, eine Augenweide sind sie nicht. So. Jetzt sind wir richtig. Da ist noch so genau. Ein Basallenstein. An so einem Stein haben wir dann eben den Rook oder Rook. 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 Uns hergeholt. Und Rook und Hannes sind jetzt beste Freunde. Zumindest hauen sie gemeinsam alles kaputt. Wo ist er denn? Da ist der Stein. Kommandoquartier. Have all you need. We are an end first and foremost. We can safeguard your belongings. Oh, neue Fertigkeiten lernen. Ist das? Oh, ist aber schon deutlich teurer. Vorhin in der Stadt wollten sie noch 50. Das ist ja auch Gold haben. Luxuszelt. Und Fertigkeiten erlernen oder festlegen. Schauen wir doch mal. Vielleicht können wir schon was erlernen. Sind wir schon irgendwo? Beißender Wind kostet 200 Tacken. Und wir haben 169. Was ist denn? Nee. Oder? DP? DP ist doch wahrscheinlich dann die Einheit dafür, die du brauchst, um das zu kaufen. Würde ich jetzt denken. Das ist keine Ahnung. Schauen wir mal. Kommt bestimmt auch noch erklärt. Drachenpennies oder so. Penunzen. Ach so, Disziplinpunkte. Genau. Ah, das kauft man nicht mit Geld, das kauft man mit Disziplin. So, die müssen erst aktiviert werden, bevor man sie einsetzen kann. Und sie müssen halt auch auf die Tasten gelegt werden. Also wir sehen jetzt hier R1 gedrückt halten und dann Scharlachroter Kuss. Genau, das ist dieser so ein bisschen eklig. Zack, 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 Angriff. Und mit dem Pfeil ist es halt dieser Dreifachschuss. Ja. Super, das ist ganz nett, wie hier die Spielfigur selber dann unscharf wird. Ja. Geh mal in den Klotz hin, ob du noch einen Follower kriegst. Oh, ach guck mal, jetzt haben wir ihn aktiviert. Ein schöner Effekt auch. Wohlgetroffener Vector, könnt ihr unsere Stimme hören? Ja. Auf Deutsch. Is this thing on? Connects our kind to your world. It opens to the Arisen, for they possess a will powerful enough to guide the Legion. If you would claim to be among the Arisen, prove the strength of your resolve. Oder? Jetzt kommen Prüfungen. Then we shall guide you in your trial. If you are an Arisen in truth, this humble task will prove no obstacle. The Arisen must possess the valor to stand against all threats and the power to quell them. A tireless spirit of self-improvement grants the strength to lead the Legion. Pray, show it now. Lockruf für den Erweckten, okay. Untersuche die Gegend. Tja, wonach dann? Zum Beispiel nach einem Gesundheitstrank. Sowas nehmen wir doch gerne mit.
Riftstone. A strange power emanates from within. Was sagt denn das Questmenü, was wir finden sollen? Gabe der Kraft. Moment, ich hole mal kurz den Krempel, der hier überall rumliegt. Ich klaue nur. Ich weiß gar nicht, ob wir begrenzt mit Sachen mitnehmen können. Wahrscheinlich, oder? Irgendwann wird unser Rucksack voll sein. Ob das Inventar voll ist oder dem irgendwann der Geduldsfaden reißt. Übrigens auch vorhin gelernt, dass solche roten Fässer explodieren. Aber das ist im Videospiel der was ganz Neues. Aber was muss man denn jetzt schon gefragt, gucken? Ob die Programmierer sowas überhaupt noch programmieren müssen. Tja, wonach sollten wir denn stürzen? Machen wir das Startmenü, dieses Questmenü, auf da was steht, was du finden sollst. Bei Aufträge. Das ist übrigens das wunderschöne Menü. Da. So. Untersucht die Gegend, untersucht die Umgebung des Lagers. Bis du auf eine Bedrohung stoßt. Ah, naja, das sollte ja möglich sein. Sollen wir das, können wir den aktivieren? Das wird schon aktiviert. Ach, der ist schon als vorrangig. Ja. Lassen wir uns doch mal auf der Karte anzeigen, wo der ist. Nö, dann müssen wir jetzt so lange halt rumlaufen, bis uns irgendjemand dumm kommt. Vielleicht ist das aber auch außerhalb des Lagers möglich, weil das Lager wirkt ja doch recht, naja, wie eine sichere Sache. Hier ist ja nicht viel. Aber jetzt raus vor die Tür, ob das so eine gute Idee ist, nach all den Horrorgeschichten, die wir gehört haben, was dann nachts... Oh, jetzt passiert irgendwas. Na, das klingt doch bedrohlich. Und das bei Nacht. Das könnte auch Schwiegermama sein. Man weiß es nicht. Wo sind sie denn? Nee, da lang. Anderes Tor. Oh, super Tipp, versucht eine Stufe höher zu kommen. Ja, danke. Ja, dann raus vor die Tür, oder? Ja. Aber es sah ja so aus, als müssten wir nicht alleine kämpfen. Das ist ja schon mal gut. Außerdem haben wir ja Wetten, wenn wir jetzt Rogue rauskommen, sind die alle tot? Alle schon gefressen. Aber ja. Rogue wird uns zur Seite stehen. Und du hattest vorhin schon gesagt, was sollen sie uns antun? Können sie uns ja nicht nochmal das Herz rausreißen. Ja. Oh, ein großes Ding, was ist das? Das ist doch irgend so ein Oger. Ein Zyklop mit einem Auge, ja, oder? Ja, ein Zyklop ist ein Auge, der hat ja auch so komische, so ein Troll mit so Fangzähnen. Ja, Zyklop. Mit Leuchtekopf. Mit dem LucasArts-Logo. Kann auch nachts lesen. Das ist aber schon ganz schön. Achso, jetzt müssen wir die Laterne anmachen, weil das die Dunkelheit vertreibt und scheinbar dann auch wohl ein bisschen Gegner bestätigen. Nutzen. Und mal ehrlich gesagt, warum nicht? Weil wir es können. Außerdem sieht es cool aus. Guck mal, schön. Ja, weißt du noch, es ist ja auch richtig dunkel. Schau dir mal die Dunkelheit an in dem Spiel. Alter Falter. Da musst du wieder aufpassen, wo du hinmesserst, weil du kannst die auch. Da steht so ein kleiner Kerl neben dir. Die Sache hat sich aber, glaube ich, schnell erledigt. Ach, die stehen hier überall Flammen, rum. Guck mal. Ja, das ist durch meinen Angriff. Nehmt ihr Schaden, sinkt die Menge an Gesundheit, die ihr durch Magie im Feld regenerieren könnt. Aha. Es gibt also zwei Lebensbereiche. Eins kann ein bisschen wiederhergestellt werden, das andere nur im Gasthaus oder mit Heilmitteln. Gibt ihr Vasallen Heilmittel, werden sie diese nach eigenem Gedünken verwetten. Boah, da geht aber ganz schön was ab hier. Der will hier auch vor allem in die Tür rein, das gefällt uns überhaupt nicht. Ja, jetzt hast du dich nicht, das hatten wir vorhin nämlich schon. Jetzt schnell hier in das Ding rein. Heil mich mal. Dafür halte ich dir das Monster hier vom Leib. Komm her. Oh, scheiße. Das war. Das ist das mit der Heilung. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so eine Warnung. Wir sollen den nicht schädigen. Aber wir sehen schon, unser Kollege ist hier schon deutlich schwächer als der Typ, den wir am Anfang hatten. Der Magier, ist ja auch ein bisschen ja. Ich meine auch uns, also unsere Spielfigur. Weil der hat ja vorhin... Was ist echt mit der Dunkelheit? Du siehst den ja gar nicht. Hat auf jeden Fall schon Pfeile drin zu stecken. Aber das Feuer, das hat jetzt alles er gemacht, oder? Das ist... Naja, unser Begleiter. In den Kopf. Unser Begleiter. In den Kopf. Oh, shit. Aber jetzt habe ich auch zu sehr diese
speziellen Pfeile verwendet, anstatt die normalen, und habe dadurch halt meine Ausdauer verbraucht. Ja, so. Ich würde mal interessieren, wenn man einen Magier spielt oder einen Kämpfer, ob man dann als ersten Begleiter einen anderen Typen bekommt. Ja. Sachen, die Leute in der Vollversion selber rausfinden können. Da haut er einfach ab. Ein finsterer Verschwörer, oder? Möglich. Ja, das ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis gewesen. Wenn euch dieses Spiel weiter interessiert, wir beenden dieses Let's Play Let's Show jetzt hier im GameStar-Kanal, in unserem Let's Play-Kanal GameTube. Spielen wir das aber noch ein bisschen weiter. Wenn ihr das weiter gucken wollt, dann folgt dem Link entweder in der Beschreibung oder in den Annotations auf GameTube. Da zeigen wir euch dann Teil 5. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.